Nun gut, Kingdom Hearts ist also Nier, mein Leben war eine Lüge, alles voran, ich glaube, wurde zerschmettert. Naja, das Leben muss weitergehen und dieses Tagebuch auch. Nachdem Yen Cid mit seinen Erklärungen zu Genüge das Raum-Zeit-Kontinuum zerstört hat, macht Kingdom Hearts etwas, das ich grundsätzlich in Videospielen sehr, sehr gerne mag. Es erlaubt mir, meine Klamotten zu wechseln. Gut, klingt total nebensächlich, ist aber super cool. Nicht nur, weil die Klamotten und Schuhe aus dem ersten Teil wirklich furchtbar aussehen, sondern auch, weil neue Kleidung sofort eine Abgrenzung zum Vorgänger darstellt. Etwas Neues. Und tatsächlich sieht dieses neue Outfit auch deutlich besser aus. Und kommt mit gerade mal 6 Gürteln daher. Respekt für so viel Zurückhaltung, Herr Nomura. Alright then. Together now, dears. And no more squabbling. Oh my. Oh, it's lovely. Oh yes, he does look very dashing. Und weil wir eh gerade dabei sind, gibt's ein weiteres Outfit noch oben drauf. Mit dem Drive Command nutze ich eine sich durch das Kämpfen auffüllende Leiste, um mich in die Wailer-Form zu verwandeln. Dafür verliere ich dann für einen Moment die Hilfe von Goofy, bekomme dafür aber ein zweites Keyblade an die Hand, mehr Angriffskraft und wahnsinnig schnelle, cool aussehende Kombos. Wisst ihr, Dual-Wielding ist einfach in jedem Spiel awesome. Bevor die Reise endlich losgehen kann, wartet aber noch die Rückkehr von 2 Bösewichten auf uns. Zunächst einmal ist die im ersten Teil eigentlich besiegte Maleficent wieder da. Naja, was willst du machen? Und als zweites... No, das Gummy Ship. Kurzer Sprung zurück zu Kingdom Hearts 1, um euch zu erklären, wieso sich gerade meine Fußnägel nach oben rollen. Mit dem Gummy Ship sind wir bereits in Teil 1 von Disney Welt zur Disney Welt geflogen und diese Reise nahm die Form eines nicht überspringbaren, unübersichtlichen, langweiligen, furchtbar zu kontrollierenden Shoot'em-up-Minispiels an. Meine Freude über die Rückkehr dieses furchtbar designten Raumschiffes hält sich deshalb ein bisschen in Grenzen. Zunächst agiert es in Teil 2 aber lediglich als Cursor, mit dem ich eine Welt auswähle, in diesem Falle die von Hollow Bastion. Im Kingdom Hearts Universum ist das die Heimatwelt der Final Fantasy Charaktere. Sie scheint als Heimatbasis zu fungieren, zu der ich jederzeit zurückkehren und mich dank verschiedener Shops neu ausrüsten kann. Von hier aus reise ich künftig also von Disney-Welt zu Disney-Welt, um sie aus den Griffen der Nobodies und Heartless zu befreien, neue Reiserouten zu öffnen und währenddessen nach Mickey und Riku zu suchen. Vorher hat Organization 13 noch einen weiteren Auftritt, zu dem ich eigentlich gar nichts weiter sagen muss, sondern einfach Sora beipflichten kann. That was weird. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Das ist so ein bisschen das Ding der Organization 13 in diesen ersten 5 bis 6 Spielstunden. Sie tauchen alle paar Minuten auf, werfen mir irgendeinen kryptischen Satz an den Kopf, Donald, Sora und Goofy ignorieren die implizierte Bedeutung komplett und zack sind sie auch schon wieder weg. So richtig gut ist das nicht, es erzeugt bei mir aber durchaus den Willen, mehr über sie zu erfahren. Wieso wurde Sora offensichtlich in 2 Personen geteilt? Wieso war Roxas Teil der Organisation 13? Wieso hat er sie wieder verlassen? Was ist Soras Beziehung mit dem rothaarigen Sonic-Imitator Axel? Wer sind die Typen überhaupt? Es macht neugierig, mit Leidenschaft bin ich aber noch nicht so wirklich dabei. Unterdessen ernennt mich Squall, der in den Kingdom Hearts Spielen nur Leo genannt wird, weil man davon ausgehen muss, dass Disney sich vertraglich hat absichern lassen, dass Donald Duck niemals so etwas Beknacktes wie den Namen Squall aussprechen muss, zu einem Ehrenmitglied des Hollow Bastion Wiederaufbauteams. Gemeinsam mit meinem Keyblade nutzt Sora diese Karte, um ein Tor im Himmel zu öffnen, mit dem wir dann wiederum zu anderen Welten weiterfliegen können. Übrigens, kurzer Blick hinter die Kulissen. Hinter diesem letzten Satz steckte eine absurde Menge an Zeit, in der ich versucht habe herauszufinden, was genau Sora da jetzt eigentlich machte. Im ersten Teil reiste er nämlich noch durch die Disney-Welten, um dort Türen in die Herzen dieser Welten zu finden und sie zu schließen, indem er sein Keyblade in die Richtung der Schlüssellöcher dieser Türen streckte und eine Lichtshow startete. Jetzt wiederum öffnet Sora interstellare Wege, um mit ihnen neue Disney-Welten zu erreichen, indem er sein Keyblade in die Richtung eines Schlüssellochs steckt
und eine Lichtshow startet. Nur ist das ein völlig anderes Schlüsselloch mit einem völlig anderen Sinn und Zweck. Nichts davon wird im Spiel deutlich und erwartet bitte nicht, dass euch irgendjemand erklärt, wieso eine Mitgliedskarte für ein Wiederaufbaukomitee in Kombination mit dem Keyblade ein riesiges Schlüsselloch im Himmel erscheinen lässt, das uns den Weg zu Mulan öffnet. Die Erklärung ist nämlich ganz einfach. Wir haben in Hollow Bastion alles erfahren, was uns Nomura erzählen wollte, also öffnet er nun halt random den Weg zur nächsten Welt. Dinge passieren, weil der Autor will, dass sie passieren, nicht weil sie in der Spielwelt einen großen Sinn ergeben. Ein bisschen nervig, zugegeben, aber ich habe mir nicht so wirklich viel mehr erwartet. Wenn ich bald noch ein bisschen Matrix, Mickey und mysteriöses 13-Geschwurbel bekomme, dann kann ich damit ehrlich gesagt ganz gut leben. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart, unlike all of us here. He had better be. Or else he's worthless. Ach, perfektes Timing. Kaum betreten wir das Schlüsselloch, schneidet das Spiel um zu einem Treffen der Absurdistan Akatsuki, wo sie sich überrascht zeigen, dass Sora das Keyblade trägt, und andeuten, dass er eigentlich genau das macht, was sie machen wollen. Seltsam viele Sitze bleiben unterdessen hier frei. Ich werde aber nicht einmal versuchen, hier über irgendwas zu spekulieren, wenn im Hintergrund noch 20 Prequels und Spin-offs auf mich warten. The Hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Make sure it is one he will remember. Ich hab's ja schon erwähnt, als nächstes wartet Mulans Welt auf mich und ich bin ehrlich gesagt gespannt. Denn Motherfucker! Nomura hat mich ausgetrickst, die Gummiship-Shoot'em-Up-Sektionen sind immer noch da. Oh, nur sind sie jetzt gar nicht mehr so schlecht. Also, sie sind noch immer nicht großartig, aber dank eines Lock-On-Systems und zumindest dezent abwechslungsreichen Kamerafahrten macht das Ganze doch zumindest ein bisschen Spaß. Jedenfalls Mulans Welt. Land of the Dragons, endlich! Die nächsten anderthalb Stunden verbringe ich damit, mich durch eine sehr, sehr oberflächliche Nacherzählung des Disney-Films zu kämpfen. Das ist erzählerisch wenig aufregend, weil das alles einfach schon altbekannt ist, aber dank neuer Gegner, hübscher Level, schöner Figuren und dem grundsätzlich spaßigen Kampfsystem macht's trotzdem Laune. Zudem gibt mir das Moralsystem einen ganz angenehmen Zeitdruck. Damit Mulan während der Kämpfe nicht den Glauben an uns verliert, muss ich Gegnern kontinuierlich Moralkugeln aus dem Körper kloppen. Ja. Dies alles gipfelt in einem Kampf gegen Oberhunne Shan Yu und seine Heartless-Minions, die mich in einem optisch echt beeindruckenden Kampf zu Tausenden gleichzeitig angreifen. Ziemlich cool. Attack! Ebenfalls cool, meine neue Limit-Attacke, mit der ich dank Mulan und Mushu so ziemlich alle Gegner auf dem Bildschirm auf einmal platt machen kann. Wer den Film gesehen hat, der weiß, dass der Kampf auf dem Berg aber nicht das Finale war und deshalb treten wir wenig überraschend in der Hauptstadt erneut gegen Shan Yu an. Der Bosskampf ist nicht so richtig spektakulär und lässt mich eine genretypische Ausweichrolle schmerzlich vermissen. Soras Blockfähigkeit ist ziemlich träge, weshalb es sich gelegentlich so anfühlt, als würde mir die nötigen Defensivaktionen fehlen, um einzelnen Angriffen konsequent abwehren oder ihn ausweichen zu können. So oder so, dank reichlichem Klopper auf die X-Taste beißt Shan Yu schließlich ins Gras. Mulan wird zur verdienten Heldin und Sora öffnet den Weg zur nächsten Welt. Was uns dort erwartet? Das finden wir dann hoffentlich beim nächsten Mal raus.